Und wie alle sich mal gewünscht haben, habe ich jetzt auch mal meinen Freund dabei. Und wir wollen euch von meiner Geburt, oder von unserer Geburt eigentlich, Du hast sie geboren. Ich habe sie geboren, genau. Und ich mache nicht so, wie alle immer vor Geburtsvideos sagen, wenn du nicht willst, dass das bla bla. Also es war sehr schmerzhaft und genauso werde ich es auch erzählen. Aber ich denke, keiner macht das Video eh aus, deswegen guckst dir einfach an. Ja, also wir fangen mal an. Das Ganze war am 26. Also willst du gleich vom Morgen an? Genau, anfangen? Genau. Ja, um 4 Uhr bist du wach geworden. Genau, da hatte ich dann erstmal so leichte Wehen und dann um 6 Uhr, wann habe ich dich wach gemacht? Ja, 5:30 hast du mich wach gemacht und meintest dann, du Markus, lass uns mal lieber ins Krankenhaus. Genau, weil ich da schon Wehen hatte, die jetzt aber nicht schmerzhaft waren, aber ich habe mit meinem Wehen-App quasi die Zeit abgestimmt. Und da waren die Wehen dann schon irgendwie alle 5 Minuten und ich hatte irgendwo mal gelesen, dass wenn die Wehen regelmäßig kommen, dass man dann halt ins Krankenhaus fahren soll. Also ich hatte jetzt noch nicht die krassesten Schmerzen, aber die Wehen waren regelmäßig. Und ja, wir haben uns dann ganz entspannt fertig gemacht und sind dann, wir waren dann gegen 6 im Krankenhaus, oder? Ja. Ja, und dann, was wurde zuerst gemacht? Na, erstmal dann ganz klassisch CTG. Genau, da war dann, der Muttermund war schon 1 cm offen. Und die hatten uns dann aber die Option gegeben, dass wir nochmal nach Hause gehen können. Genau, aber wir hätten auch da bleiben können. Ja. Und dann, weil sie meinte, ob wir jetzt von hier im Krankenhaus chillen und dann nicht richtig wissen, wohin, oder ob wir dann nochmal nach Hause gehen. Jedenfalls sind wir dann nochmal nach Hause. Dann sind wir nochmal beim Bäcker ran und wollten wir eigentlich nochmal ganz entspannt frühstücken. Aber ich hatte dann schon so... Ja, Melli hat ein Croissant gegessen und das im Stehen. Dolle Wehen, dass ich halt gar nicht mehr sitzen konnte. Und jetzt habe ich dann mein Croissant gegessen, sind wir hoch. Und ich bin dann direkt in die Badewanne gegangen, habe mir dann Wasser eingelassen. Markus hat sich nochmal hingelegt und probiert nochmal so ein bisschen zu schlafen, aber... Ja, ging so lala. Ging so lala. Naja, jedenfalls bin ich dann irgendwann aus der Wanne raus, weil es dann irgendwie dann doch... anfing weh zu tun und dann bin ich hier in der Wohnung rumgegeistert und habe dann halt hier die Wehen veratmet, bis es dann halt irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne ins Krankenhaus gehen, weil die Schmerzen nicht aufgehört haben. Genau, weil es halt immer doller wurde. Und dann sind wir gegen drei nochmal hin und dann... Genau, dann waren wir nochmal CTG. Dann waren dann auch schon regelmäßige Wehen da. Ah, genau, wir waren in einem Extrazimmer. Genau, in dem Abstellzimmer. Ja, weil alle Zimmer belegt waren, da war ein Betrieb. Ja, also, das war echt heftig. Also die haben da um die Wette geschrien, wo ich dann echt dachte, Naja, jedenfalls dann nochmal CTG, dann haben wir schon regelmäßige Wehen gehabt. Und dann haben sie gesagt, gut, dann bleiben sie jetzt hier. Und dann haben wir erstmal dieses Doppelzimmer quasi belegt, wo dann später dann wir nochmal umgezogen, aber dazu kommen wir einfach nochmal. Doppelzimmer war auch eine, war schon eine Frau drin, die war eigentlich ganz nett. Ja, aber die hatte halt noch keine Wehen und ich habe dann halt angefangen, da schon meine Wehen zu veratmen und die lag dann da ganz entspannt. So, jetzt haben wir die ganze Familie. Das ist mein Baby. Fee, kommst du auch mal. Ja, dann sollten wir um 5, glaube ich. Nee, halb. Ah, nee, warte mal, dann sind wir aber noch in... als sie hat uns quasi die Station vorgestellt, die Schwester. Und dann musste ich zwischenzeitlich schon immer wieder anhalten und Wehen veratmen und wegpusten. Und dann meinte dann die Schwester auch, und Sie sind sicher, dass wir jetzt erst um 5 zum CTG wollen?
Ja, sicher. Wir sind dann wirklich, haben dann bis um, nee, um 5:30 sollte der CT sein. Ach so, 5:30, ja. Genau, da, bis dahin haben wir auch durchgehalten, oder Melli. Ja. Und dann standen wir vor dem Warteraum. Und genau, dann waren wir halt im Kreißsaal und da konnte ich schon nicht mehr. Da habe ich schon gedacht, ey, scheiße. Nee, noch nicht im Kreißsaal. Erstmal noch CTG-Untersuchung. CTG im Kreißsaal, da in diesem... Nee, in dem, ist das schon Kreißsaal? Ja, da wo die Tür ist, ist ja, der okay, Kreißsaal. Aber ist noch nicht direkt im Zimmer. Nein. Ja, und da wurde dann erstmal nur der Muttermund getastet und der war dann schon bei 2-3 cm und weil die Schmerzen von Melli schon so doll waren, haben sie gesagt, gehen wir mal in den Kreißsaal. Genau, und dann sind wir, haben wir quasi unser Zimmer im Kreißsaal bezogen. Das war der Anfang vom Ende. Ja, das war dann um 18 Uhr. Genau, und ich hatte ja extra Sachen gekauft für den Kreißsaal, was ich dann halt zur Geburt anziehen kann und jedenfalls papalapap, weil die Sachen waren ja quasi noch in unserem anderen Zimmer, also alle Sachen, unsere ganzen Taschen und alles. Und jedenfalls bin ich dann da rein und dann meinte die Schwester so, jetzt ziehen Sie sich mal aus, bis auf den Schlippi und ich so, Ja, und dann durfte ich dann halt so ein hässliches Hemdchen anziehen, also was nicht hinten offen war, sondern das hatte quasi vorne so Knöpfe, also es war ganz in Ordnung, aber es war halt super ätzend, weil es so super warm war, so dicker Stoff. Ja, dann fing es an mit CTG. Und... Ja, der war aber in Ordnung. Genau, da waren Wehen. Die Schmerzen wurden halt stetig doller. Also ich kann es ja nicht beurteilen. Laut dem Toco-Werten wurden sie doller und laut bei was für Wert, weil das hat mich immer interessiert bei den anderen Videos. Also gemerkt, also die Anfangwehen, die waren so bei... Bei 40, 50, 60. Genau, so in dem drin. Da habe ich dann aber schon gepustet. Das war noch nicht laut, aber... War denn schon gut dabei? Ja. Ne? Ja, du wusstest ja noch nicht, was kommt. Ja. Dann. Ja, dann wurde immer doller und ich würde sagen, gegen 21 Uhr hast du denn da. Gab es denn die erste Mal, das erste Mal die Auswahl, ein Schmerzmittel zu nehmen? Ach, stimmt, ja, stimmt. Vor dem Pillen. Da habe ich dann quasi mein erstes Beutelchen bekommen. Was auch super geholfen hat. Also da war es dann auch wieder so, dass ich wieder bei WhatsApp ein bisschen was schreiben konnte und euch bei Facebook quasi updaten konnte. Und ja, bei der Schmerztropf war dann auch irgendwann alle. Und dann habe ich erst erfahren, dass man von diesen Dingern nur zwei kriegen kann. Das heißt, sie haben den zweiten Beutel rangemacht, der dann aber nur noch halb so schnell durchlief. Das heißt, damit der, weil sie dachten, vielleicht hält Melli bis zum Ende durch. Und dann, damit der zweite Beutel bis zum Ende hält, haben sie den jetzt nur noch mit einem Drittel der Dosis zu Melli geschickt. Ja. Und das hat sie dann gleich gemerkt und wurde dann wieder lauter. Ja, aber der Muttermund wieder, der war, weißt du nicht, ne? Ich glaube 3-4 cm. Ja. Ja, und dann. Genau, dann wurden ja die Wehen wieder doller und dann war wieder eine Untersuchung und dann war es ungefähr um 11. Ja, das war dann irgendwie in einem Zeit. Schnitt von 2 Stunden hat er sich dann von 3-4 auf 9 geöffnet. Genau, und dann war aber 23 Uhr, das wollte ich nämlich erzählen, da die Hebamme wollte mich dann untersuchen, den Muttermund untersuchen und ist quasi gerade rein, hat noch nichts gemacht und einmal hat es Platsch gemacht und... Ja, das war wie eine Fontäne, als wenn jemand so einen 1 Liter Eimer ausschüttet mit Schwung nach vorne, dann spritzt er durch den Raum an die Tür. Der Arm von der Hebamme war voll. Also ein filmreifer Blasensprung. Ja, aber in dem Augenblick war mir nicht zum Lachen. Aber das hat ihm nicht wehgetan, oder? Nee, ach nee, das Blasen. Also ich habe eigentlich immer gehört, dass es so eine Erleichterung sein soll, so ein Druck einem nehmen soll. Aber das habe ich jetzt so auch gar nicht wahrgenommen. Es war einfach. Du hattest einfach mit deinen Schmerzen zu tun. Genau, es hat die Schmerzen leider nicht weggemacht. Dann. War es denn auch irgendwann so heftig mit den Schmerzen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte jetzt einen Kaiserschnitt. Ja, nur erzählt sie jetzt ein bisschen ruhiger. Im Kreißsaal klang mit dem, schneidet sie aus mir raus! Ich möchte sofort, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird. Und ja. Die Hebamme dann total ruhig, nein. Das wollen sie nicht. Ja, sie schaffen das auch. Ohne, sie haben jetzt schon, der Muttermund ist schon fast komplett offen, jetzt haben sie schon so lange gekämpft, den Rest schaffen sie auch noch und Melli dann immer, nein, ich will jetzt sofort, ich halte nicht mehr aus, ich sterbe hier. Und dann hat Melli so lange auf die Hebamme eingeredet, dass sie dann, die Hebamme ist dann, hat irgend,
Kittel oder keine Ahnung, irgendwas in die Ecke geschmissen und meinte dann, okay, dann hole ich jetzt die Oberärztin. Die kam dann auch und hat mir eigentlich genau das Gleiche erzählt. Mit so einem sanften Ton kam sie rein. Schauen Sie mal, Ihnen geht es gut, dem Kind geht es gut. Und Melli dann wieder, mir geht's überhaupt nicht gut. Holen Sie die jetzt raus. Und ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zu Ende bringen soll. Ja, und dann hat die Ärztin noch so, probieren Sie es doch erstmal mit einer PDA. Und Melli dann so, das bringt doch jetzt auch nicht mehr. Ja, aber für mich in dem Zeitpunkt war, weil die hat mir vorher gesagt, dass eine PDA das Ganze halt nur verlängern würde. Und im Endeffekt nimmt es mir ja nicht die Schmerzen. Jetzt habe ich in dem Augenblick nicht gesehen, dass es irgendwie ansatzweise besser wird mit den Schmerzen. Weil ich konnte wirklich nicht mehr. Es war so ein heftiger Schmerz. Das war wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 war ich bei einer 11. Also es war schon fast nicht mehr zum Aushalten. Wirklich. Wahrscheinlich so wie der Grand Canyon. Man stellt sich die Größe vor, aber wenn man da ist, ist es unbeschreiblich gut. Ja, wahrscheinlich. Was für ein Vergleich. Na, jedenfalls war es einfach gar nicht mehr zum Aushalten. Und dann habe ich mir halt die PDA, genau, habe ich gesagt, okay, gut, dann gib mir jetzt diese fucking scheiß PDA. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, wir hatten vorher schon mal über eine PDA gesprochen. Genau. Ja. Was ich nämlich nicht wusste, was mich so tierisch angenervt hat, und wenn ich euch das jetzt sage, dann müsst ihr das, wenn ihr gerade schwanger seid und auch noch ein Kind kriegen wollt und eine PDA haben wollt, ich musste zum Beispiel vorher einen ganzen Beutel mit... Das war einfach eine Flüssigkeit. Das war einfach eine Flüssigkeit, genau. Weil der Blutdruck so absackt bei einer PDA, braucht man vorher einen Liter Flüssigkeit im Körper. Und das hat gefühlt Ewigkeiten gedauert, also bestimmt eine halbe Stunde. Also wenn ihr drüber nachdenkt, ihr habt Schmerzen, dann macht es einfach gleich die PDA, weil wenn es erstmal so doll ist wie bei mir, und wie gesagt, ich war ja eigentlich schon Muttermund, war schon fast offen, und dann noch diesen blöden Beutel da durchlaufen lassen, das war echt hart. Und dann, genau, dann kam dann die Ärztin, ne, die PDA-Dingsbums. Ich habe übrigens die ganze Zeit gar nichts mehr wahrgenommen, weil ich habe die ganze Zeit nur die Augen zugehabt und habe einfach probiert, irgendwie die Schmerzen zu ertragen. Ja, und sie sollte ja die Schmerzen, man lernt es ja im Geburtsvorbereitungskurs, veratmen, und der Mann soll eher zureden. Habe ich auch die ganze Zeit gemacht, aber man kommt sich total doof vor, weil man sich so oft wiederholt. Ich habe nur immer so, puste, Mensch, puste, konzentrier dich. Und dann denkst du, du hast eine Wehe geschafft, aber im Hinterkopf hast du noch, da kommen doch bestimmt noch 100 Wehen und du musst dir immer das Gleiche erzählen. Und ja, du hast es auch nicht, so richtig pusten konntest du nicht. Und ja, dann hast du so weh tat. Immer noch mitgedrückt. Ja, das war echt krass. Ja, und dann kamen nämlich die PDA-Tanten. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, die ganze Zeit, das Köpfchen hat schon so krass gedrückt, dass ich teilweise schon ein bisschen mitgeschoben habe. Und da war auch so ein Druck einfach. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst auf Toilette, ganz nötig, groß. Aber das ungefähr mal 10, so ein Druck. Und dann kommt so eine Ärztin zu dir und sagt, so, jetzt setzen Sie sich mal auf die Bettkante. Ich so, kann ich nicht, ich kann mich nicht hinsetzen. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit gelegen. Hast du denn doch irgendwie geschafft? Ja, irgendwann habe ich dann geschafft. Oder haben wir dich dahin gehört? Nee, ich bin selber, aber es war schon extrem schmerzhaft. Und dann sagt sie, ja, und jetzt haben sie mir noch einen Stuhl da ans Bett geschoben und jetzt winken sie mal die Beine an. Das ging dann überhaupt nicht, und da habe ich mit der Ärztin zusammen die Beine auf den Stuhl gestellt. Ja, das war so schmerzhaft, weil es hat alles so gedrückt. Und dann noch den Katzenbuckel machen und dann bitte nicht bewegen, wenn eine Wehe kommt. Ja, ich sollte ihre Schultern festhalten. Und hatte die ganze Zeit irgendwie panische Angst, dass sobald die irgendwie den Schlauch oder die Spritze reinstecken, dann, und Maddie kriegt eine Wehe, dass sie jetzt gleich so, nimmt den Scheiß aus mir raus und nach hinten rumgreift. Weil sie sollte die Hände, die mussten auf den... Auf den Oberschenkeln. Ja, auf den Oberschenkeln oder... auf den Knien, auf den Knien liegen. Und ja, ich dachte mir, wenn sie die Wehen vorher schon nicht veratmen konnte, wie soll das jetzt hier klappen? Ja. Und die brauchten ungefähr... Weil ich jetzt gehört habe, dass es eigentlich ganz gut ist. Irgendwie 3 Wehen, dann war die PDA gesetzt. Genau, weil bei einer Freundin hat es jetzt länger gedauert. Meine Freundin hat 50 Minuten jetzt gebraucht, bis die PDA richtig gesessen hat. Also da war ich echt noch ganz gut dabei. Ja, da kamen nämlich Wehen und die konnte dann plötzlich gut veratmen. Ganz vorbildlich, weil ich hatte die ganze Zeit im Hinterkäfchen, okay krass, wenn du dich jetzt bewegst oder wenn du jetzt irgendwas doll oder keine Ahnung, dann bist du weg, dann bist du weg vom Fenster. Und jedenfalls habe ich das dann geschafft, die zu veratmen. Und dann wirklich, die PDA tat überhaupt nicht weh. Also im Gegensatz zu den Geburtswehen, die ich da hatte, war das echt
Pillepalle. Also die haben die Stelle erstmal desinfiziert, die haben dann da so einen Aufkleber noch so einen, wie man kennt aus so Krankenhausdingern. Dann haben sie erstmal lokal betäubt mit so einem Spray und dann haben sie mir da eine Spritze dann ganz normal eingegeben und dann habe ich eh nichts mehr gemerkt. Und die Spritze war echt so ein Scherz. Und die ganze PDA das da reinmachen, das hat dann auch nicht mehr lange gedauert. Dann habe ich hier so ein... Genau, da ging da so ein flexibler Schlauch vom Rücken. Genau. Weil irgendwie hat man, Mellies Mutter meinte dann, ja, wenn du jetzt aber eine PDA nimmst, dann darfst du dich nicht mehr bewegen. Ja. Aber war nicht so. Also Melli konnte, du durftest sogar aufstehen. Ich habe gar nicht mehr gemerkt. Da war wirklich so ein flexibler Schlauch, der ging dann hoch zur Schulter und da wurde dann auch nochmal ein flexibler Schlauch dran gemacht, wo dann das Schmerzmittel übergeschickt wurde. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis das dann gewirkt hat. 5 bis 10 Minuten. Also das war echt richtig krass. Also wie so eine Droge. Wahrscheinlich. Ja, das war wirklich wie so eine Droge, weil, wie gesagt, ich habe bei einem Toko-Wert von, wann habe ich geschrien schon? Also wo ja, ich du hattest schon, vorher war schon 60, 70, 80, hat Melli schon ziemlich geschrien. Also das ist auf dem CTG der eigentlich der Herzschlagwert, sondern der andere, der Toko-Wert, sind da die Venen. Wo man irgendwie die Stärke ablesen kann in einem Zahnwert. Und dann hat, das habe ich ja gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich ja irgendwie Angst hatte. Dann haben meine Mutter und mein Freund mir gesagt, dass der Wert dann schon bei 120 genau, war. Genau, und Melli lag nur so im Bett und pustete nur leicht, war so im Halbschlaf. Und da konntest du ja auch eigentlich eine Stunde fast so halb schlafen. Und da hatte ich eigentlich die ganze Zeit nur Angst, okay, gleich kommen sie rein und dann machen sie das Ding wieder aus, weil dann hast du wieder Schmerzen. Und dann habe ich auch immer jedes Mal hat sie, wenn die Tür aufging, hat sie den Arm weggedreht, weil sie dachte, jetzt machen die, wollen die ihr irgendwie einen Wehentropf geben oder... Ja, und dann war es dann aber auch so eine gute Stunde später. Genau, so um eins haben sie, glaube ich, geguckt und dadurch, durch die PDA war die Wehentätigkeit natürlich... Genau, das hat er wieder nachgelassen oder ich konnte nicht mithelfen, irgendwas war. Und jetzt habe ich dann einen Wehentropf gekriegt, was ich gar nicht so direkt mitbekommen habe, dass die quasi jedes Mal, wenn die reingekommen sind, haben die den Wehentropf quasi höher gedreht. Was ich nicht gemerkt habe, Gott sei Dank. Ansonsten hätte ich, glaube ich, ein bisschen gemeckert. Das war dann wie so ein Lautstärkeregler. Weil jedes Mal, wenn die Ärztin den Wehentropf höher gedreht hatte, wurde Mellies Schrei auch lauter. Ja, jedenfalls, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was denn noch kam. Ja. Achso, dann musste ich nochmal aufs Klo, also das war vor der PDA. Ja, genau, vor der PDA musste ich nochmal auf Toilette, aber durch dieses Schmerzmittel, was ich hatte, ist mir dann irgendwie ein bisschen schlecht geworden. Dann habe ich mich einmal übergeben, was ich aber nicht schlimm fand. Also das war nur einmal, wollte ich nur dazu sagen. So. Ja, und durch die PDA, durch diese geringere Wehentätigkeit, hat sich die ganze Geburt dann natürlich hingezogen, weil eigentlich um eins wäre laut Ärztin, wäre sie natürlich schon draußen gewesen, wenn Melli es geschafft hätte, durchzuhalten. Und was machst du hier, Leo? Kuscheln. Ja, und somit verschob sich die ganze Sache dann bis auf... Uhr, wo denn die Ärztin... Achso, warte mal, was ich noch bekommen habe, was ich auch noch nie gehört hatte. Vorher durch die PDA konnte dieses CTG ja nicht mehr richtig schreiben, die Herztöne oder so. Und dann haben die quasi durch mich quasi an Friedas Kopf... Ja, so eine Elektrode... Elektrode. Genau. War dann mit zum Stäbchen, wie ein langer Strohhalm, wurde dann so eine Elektrode eingeführt, die im Kopf verhakt wird. Und dann kommt unten raus... So ein Draht, der dann wieder an CTG angeschlossen wird und da können dann wieder die Herztöne von Frieda gemessen werden. Ja, und das musste dann irgendwie, glaube ich, 3-mal neu gemacht werden? Naja, beim ersten Mal hat es nicht gehalten, beim zweiten Mal hat es gehalten, aber bei einer weiteren Untersuchung ist er dann wieder abgegangen, dann musste nochmal ran gemacht werden. Ja. Auf jeden Fall war das dann schon krass, weil ich wusste, okay, die haben da jetzt ein Kabel an Frieda angeschlossen, obwohl sie ja noch gar nicht auf der Welt ist. Und dann wurde irgendwann auch Blut abgenommen mit der Sättigung oder sowas bei ihrem Kopf? Weiß ich, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Nee? Das hast du erzählt. Ja, da musste ich war quasi wie auf dem Gynäkologenstuhl dann nochmal die Beine richtig hoch machen. Und da haben sie dann quasi für die Sättigung, also Sauerstoff, ob sie da gut versorgt wird, quasi in ihrem Kopf, also durch mich durch wieder Blut abgenommen von ihrem Kopf. Und da war dann aber alles in Ordnung. Aber das war auch schon echt strange. Immer wenn ich überlege, dass sie da gepikst wurde und sie konnte ja noch gar nicht richtig weinen oder so. Das ist schon komisch. Und dann ging... Leo, du piekst sie da. Ach, du bist in der Windel. Gegen 4 kam dann... Ja, oder kurz nach 4 kam dann die Ärztin mit der Schwester rein und meinte, so, jetzt legen wir mal los. Die haben dann die Fenster zugemacht. Melli hat ihre Mutter rausgeschickt. Genau, weil meine Mama war die ganze Zeit mit noch dabei.
Und ich habe dann aber gesagt, ich will das nicht, dass, also wir wollten so den Moment der Geburt für uns haben. Und, ups, kann nicht genug kriegen hier. Das war dann aber auch okay für Maddys Mutti? Genau, das war so abgesprochen, das war auch in Ordnung für sie. Und ja, dann kam die Ärzte noch mit rein und dann meinten sie, ja, wir fangen jetzt mal an und jetzt probieren sie mal so ein bisschen mitzuschieben. Mal gucken, wo das, wie weit es schon geht oder sowas, ja, ne? Ja, ja. Und die Sachen, die gingen halt so schnell, ich wollte ja noch filmen, wollte aber auch nicht Maddy fragen, weil ich wusste, zu dem Zeitpunkt würde sie die Sachen nicht so toll finden, hätte ich sie da gefragt. Aber im Endeffekt freut sie sich ja doch drüber, dass ich gefilmt habe. Ja, jetzt freue ich mich ja. Und die Kamera lag auf dem Fensterbrett, aber ich hatte schon Maddys Kopf gestreichelt, dann habe ich mich da so lang gemacht, die Kamera gegriffen und in dem Zeitpunkt, da hast du schon gepresst und dann war schon fast der Kopf draußen. Warte mal, du nicht alles erzählt. Ja. Nee, auf jeden Fall war das dann für mich so der Punkt, weil die ganze Zeit, wo die Wehen waren, das war, du musst den Schmerz halt einfach aushalten. Also so habe ich mich halt gefühlt. Du konntest nicht wirklich beeinflussen, ob es jetzt schneller geht, ob es jetzt noch Stunden dauert. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt pressen sie mal mit. Und es war so das erste Mal, dass ich wusste, okay, jetzt kann ich aktiv an der Geburt teilhaben oder mithelfen. Und habe dann halt gedrückt wie ein Weltmeister, ne? Und ja, dann war eine Wehe und Maddy hat ordentlich mitgedrückt und zack war der Kopf da. Ja. Dann war er auf einmal da. Und es tat schon weh, aber ich... Ja, du hast gesagt, du hast ein bisschen geschrien, es brennt, es brennt. Genau, weil es aber halt, ich bin halt auch gerissen. Aber nur ein bisschen? Nur ganz bisschen. Und einfach, das war einfach so ein mega spannendes Gefühl. Also das hat ein bisschen, also so gebrannt. Und aber wenn ich jetzt die Wehen dagegen sehe, dann würde ich lieber 5 Geburten an sich haben. Also 5 Kinder da unten rausdrücken. Oder lieber 5 Stunden Presswehen. Oder, ja, weiß ich nicht. Aber lieber das 5-mal haben, als nochmal diese Geburt an sich. Na, Leo, weiß ich nicht, wohin mit dir? Genau, und dann haben sie dann haben die Ärzte und die Hebamme meinte dann auch, Mensch, oh Gott, damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet und Mensch, das haben sie jetzt aber schön gemacht und toll und bla 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 und haben mich gestreichelt und dann musste ich halt ein bisschen warten, bis die nächste Wehe kam. Und die kam dann auch und da sollte ich dann aber nicht mehr ganz so da mitdrücken. Und bei der dritten dann auch, es waren insgesamt 3 Presswehen, die ich hatte. Und dann lag mein kleiner Schatz auf einmal zwischen meinen Beinen und killerte dich. Und genau, und dann killerte, weil sie ist ja quasi mit den Füßen dann zum Schluss rausgekommen. Und ein Fuß hatte sich irgendwie in meinem Po, keine Ahnung, und hat mich die ganze Zeit gekillert. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, die soll mal den Fuß da wegnehmen, weil der ganze Zeit der Fuß an meinem Po gekillert hat. Ja. Jedenfalls, dann kam Nabelschnur durchschneiden. Genau, das hat Markus dann gemacht. Dann hat der Maddy die Kamera übernommen. Dann habe ich kurz gefilmt, genau. Und dann wurde sie auch schon auf den Bauch gelegt. Genau, dann wurde sie erstmal auf den Bauch, aber dann hat sie ja nicht so richtig geschrien. Genau, sie hat so ein bisschen, sie hat kurz mal geschrien, aber dann lag sie auf dem Bauch und hatte mehr so ein Drücken, angestrengtes Pressen, Atmen. Ja, genau, ganz komisch. Jedenfalls haben sie dann die Kleine zur Kinderärztin gebracht und da durfte Markus dann auch nicht mit und in der Zeit wurde ich halt genäht und die, also in der Zeit kam die Nachgeburt und wurde ich genäht. Bei dem Nähen, wie gesagt, habe ich ja nur noch die PDA gehabt. Es war nicht schön, sage ich jetzt mal, weil du wieder da lagst wie auf dem Gynäkologenstuhl. Und dann hatte ich ja mein Kind nun auch nicht bei mir, das heißt, ich war jetzt auch nicht großartig abgelenkt. Also es war irgendwie ein ganz doofes Gefühl, so ein pieksendes, brennendes Gefühl. Aber meine PDA hat da in dem Sinne noch recht gut geholfen, sodass ich nicht so viel gemerkt habe. Also das meinte auch die Ärztin, dass die ganz gut gesessen haben muss, die PDA. Ja. Und ja, die Nachgeburt kam ungefähr, nicht mal 5 Minuten später oder so nach der Geburt, oder? Ja, das ging gar nicht recht so schnell. Und habe ich jetzt, also ich hatte glaube ich noch eine kleine Wehe, oder das war dann echt Pille-Palle, also wirklich. Und dann haben die es da kurz untersucht. Und dann habe ich noch spaßenshalber zu Markus gesagt, ob er nicht mal gucken möchte. Und dann war er so, war sie aber auch schon wieder weggeschmissen worden. Also, war jetzt kein großes Tamtam. Nee, die Sache ging alles so schnell. Und dann kam Frieda auch schon wieder und die Hebamme meinte, alles in Ordnung, Werte sind okay. Genau. Sie hat wahrscheinlich noch ein bisschen viel Fruchtwasser in den Lungen und muss das noch rauspressen. Genau. Und dann lagen wir da halt eine Weile.
Genau, dann haben sie eigentlich gesagt, wir sollen noch 15, 20 Minuten in so eine Sättigung quasi bei ihr am Fuß mit dran, wo dann halt geguckt wird, ob sie gut versorgt wird. Aus den 10, 15 Minuten kamen, waren dann irgendwie anderthalb Stunden, die wir dann da lagen. Mhm. Weil wie gesagt, die hatten da echt viel zu tun auf der Station. Aber es war okay. Also in dem Augenblick war es für mich nicht okay, weil Frieda, wie gesagt, auf mir drauf gelegen hat. Und ich fand das echt unangenehm. Dass sie da die ganze Zeit auf mir drauf gelegen hat, weil ich war einfach so fertig, weil wenn man überlegt, ich bin um 4 aufgestanden, habe in der ganzen Zeit ein Croissant gegessen, um 4.20 Uhr kam sie dann, ich war einfach nervlich, völlig am Ende und dann liegst du da anderthalb Stunden, dein Kind liegt auf dir drauf, erdrückt dich, also ich hatte das Gefühl, sie erdrückt mich und ich wollte einfach nur schlafen, weil ich war so müde und so kaputt und dann irgendwann kam dann die Hebamme hat sie angezogen. Hat dann die Kleine gewogen, angezogen, gemessen. Genau. Und dann wurde ich eigentlich schon umgebettet, ne? Ja, dann wurdest du rübergefahren, Frieda lag neben dir. Genau, dann sind wir quasi in unser Zimmer gegangen. Und da war dann unsere Bettnachbarin schon leicht am Pressen. Am Pusten. Und Wendy wurde reingefahren, guckte sie nur an. Und sagte, viel Spaß. Ich dachte mir so, ist ja wieder taktvoll, Melli. Aber sie hat danach auch gesagt, dass sie ohne PDR gestorben wäre. So. Aber ist ja bei jedem anders. Genau. Aber trotzdem muss ich grundlegend sagen, möchte ich kein zweites Kind haben. Also ich wollte ja so oder so, denn wir wollten ja, wir hatten eh so oder so gesagt, dass wir nur ein Kind möchten. Ein verwöhntes Einzelkind. Genau. Aber ein zweites Kind wäre für mich auf gar keinen Fall in Frage gekommen nach diesen Schmerzen. Also klar nimmt es jeder anders wahr und vielleicht bin ich auch, was das angeht, ein bisschen mimosenhaft oder so, keine Ahnung. Aber ich fand es so schlimm, mir hat das so weh getan und ich habe so gelitten. Und ich glaube, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder so eine Schmerzen haben. Aber jetzt, wenn ich so nachdenke, im Nachhinein, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich es auf jeden Fall geschafft habe, dass ich jetzt zu denen gehöre, die auch ein Kind geboren haben quasi. Und ich bin auch froh, immer wieder, wenn ich sie angucke, dass sie da ist. Aber in dem Augenblick, als sie dann rausgekommen ist, war es für mich erstmal so ein, oh krass, ey, diese Schmerzen, also nie wieder, nee. Aber jetzt... Ja, die Bindung war auch nicht gleich da. Genau. Also ich habe selbst gemerkt, dass sie bei Melli auf dem Bauch lag und das war nicht das Lächeln, was ich sonst kannte von ihr. Also klar hat sie sich um sie gekümmert, hat sie gestreichelt und wollte sie sehen, aber es war nicht so eine Bindung da, wie erwartet. Mhm. Hängt natürlich oder wahrscheinlich mit der langen Geburt zusammen. Du hast ja auch gesagt, einfach du hast sie mit deinen Schmerzen verbunden und so. Und als wir dann auch auf unserem Zimmer waren, also noch auf dem Zweibettzimmer, war die Bindung auch noch nicht so da und dann hatte ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und ja, musste dann erstmal googeln und hatte dann geguckt und da stand dann aber, dass es bei bis zu 85% der Frauen so ist, dass die noch 2 bis 4 Tage nach der Geburt dann nicht so eine richtige Bindung aufgebaut haben. Ja, und als wir dann in unser Einzelzimmer gekommen sind, ist dann auch irgendwie so eine Last von uns gefallen und Melli konnte auch mal richtig entspannen und ab da wurde es dann immer besser und der zweite Tag war dann schon, ja, Melli konnte gar nicht mehr ohne sie. Ja, aber man muss wie gesagt auch dazu sagen, sowas sagt dir natürlich keiner, sowas erzählt dir auch keiner. Alle sagen immer, ja, du kriegst ein Kind und es ist dann das Schönste von der Welt und du bist total überwältigt und aber mir hat noch keiner erzählt gehabt, dass du dein Kind kriegst und du nicht sofort anfängst zu heulen und du nicht gleich denkst, oh wie toll, sondern einfach nur, oh Gott sei Dank, es ist endlich vorbei, so, weil es war für mich so, wie gesagt, so schlimm, diese Schmerzen zu haben und auch, wo wir dann auf dem Zimmer waren, du bist eigentlich so fertig und normalerweise würdest du jetzt sagen, leck mich alle am Arsch, ich schlafe jetzt einfach mal 2 Tage durch, aber dann ist da jemand neben dir, den du dich dann irgendwie auf einmal kümmern musst und
der dann für, auf den du aufpassen musst und keine Ahnung. Und wie gesagt, ich hatte ja wirklich das große Glück, dass Markus jetzt mit im Krankenhaus bleiben konnte. Ich hätte nicht gewusst, was ich mache, wenn ich alleine gewesen wäre. Also, weil ich war, wie gesagt, so fertig und weiß ich nicht, ich konnte nicht mal alleine aufs Klo gehen, dann soll ich mich aber um so einen kleinen Wurm auf einmal kümmern. Und dann kam auch erstmal, wir lagen da, wir haben noch nicht wirklich geschlafen. Ja. Und dann kam schon die erste Ärztin oder Hebamme, keine Ahnung, Schwester rein und meinte, ja, ich bin die Stillbeauftragte und Sie müssen jetzt alle 2 Stunden stillen und dies und das und jenes. Und wir haben Informationen zugebombt, ja. Ich war so im Halbschlaf, Melli war eh kaum ansprechbar und wusste nicht, wohin mit sich. Und wir haben immer nur abgenickt. Dann kam die Fotografin, hallo. Ich bin die Fotografin, wollen wir Fotos machen? Wie wäre es mit jetzt? Nein. Und so ging es dann irgendwie noch mit 2 oder 3 Leuten weiter, bis wir dann umziehen konnten. Ja, und das war dann für mich auch so ein, ich bin in meinen eigenen 4 Wänden, wir hatten unsere Ruhe, wir konnten mal so ein bisschen zu uns kommen, wir konnten unser Kind vor allem mal angucken, ich konnte dann duschen gehen und es war dann so, langsam konnte man sich an die Situation gewöhnen. Und da kamen dann noch nicht, da kamen so nicht mehr so oft welche rein. Mhm, genau. Und von da an ging es dann auch bergauf. Ne? Die erste Nacht war noch ein bisschen komisch, ich habe irgendwie gar nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit irgendwie dachte, oh Gott, ich höre sie gar nicht, wenn sie jetzt anfängt zu weinen. Und ja, dadurch hab ich dann auch gemerkt, dass die Bindung zu von Melli und Frieda dann doch da war. Ja. Deswegen. Und jetzt will ich sie gar nicht mehr hergeben. Ja. Ich darf ja nicht mal, oder ich darf schon alleine wickeln, aber wenn Melli nicht gerade am Schlafen ist, steht sie dann doch neben mir und wird am liebsten mitmachen, keine Ahnung. Ja. Nee, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal von unserer Geburt, ne? Ja, du hattest ja mit dem zweiten Tag, hast du ja schon berichtet. Genau, den zweiten Tag quasi hattet ihr ja schon gesehen. Und wie es danach ist, wird euch Melli bestimmt in einem anderen Update erzählen. Bestimmt. Oder welche Sachen kommt, Geburts wolltest du mal und dann wahrscheinlich danach, ne? Genau, ich werde noch so ein Frieda-Update wahrscheinlich jetzt demnächst mal drehen. Und ja, ich hoffe... Aber es gibt Frieda trotzdem nicht von vorne zu sehen. Genau, aber das wisst ihr ja eigentlich. Dann hoffe ich natürlich, dass ihr jetzt nicht abgeschreckt seid. Und wie gesagt, jede Geburt ist natürlich anders und jede Frau empfindet auch diese Schmerzen anders. Also es gibt auch Geburten, die gehen nur 4 Stunden. Also das ist auch so, bei mir waren es jetzt knapp 24 Stunden. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht beeindrucken. Macht eure eigenen Erfahrungen und... Ja, und auch wenn die Emotionen nicht direkt nach der Geburt hochkochen, bei uns kam es dann so 2 Tage später. Da ja. Saßen wir dann im Bett und haben auch nur geheult. Ja, haben nur geheult und haben uns angeguckt und haben gesagt, krass, wir sind jetzt eine Familie. Und also man muss noch dazu sagen, dass er 2 Tage nach Friedas Geburt quasi Geburtstag hat. Und dann saßen wir da und dann... Wir haben uns alte Bilder angeguckt, weil Melli mir so ein Fotobuch geschenkt hat. Ja. Und da sind dann auch die Hormone durchgekommen und die Gefühle und dass wir jetzt Eltern sind und ja, also auch wenn der Start ein bisschen schwierig war, die Geburt sehr anstrengend war, genießen wir jetzt wirklich jede Minute mit der Kleinen und auch mit uns und es klappt alles ganz toll und er ist ein ganz toller Papa und sie eine ganz tolle Mutter. ja, ich höre jetzt lieber auf, sonst fange ich an zu heulen. ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Tschüss. Tschüss.